Und weiter geht's. Huch, Javier, dich habe ich ja seit Ewigkeit nicht gesehen. Entschuldige, Tori, könntest du Mark und mich für einen Moment allein lassen? Was? Oh ja, natürlich. Hä, von wo kennen die beiden sich? Irgendwas an diesen Jungen ist seltsam. Überall, wo wir hingehen, taucht er auf. Das ist schon zu oft passiert, als dass das Zufall sein könnte, findest du nicht? Bedrohliche Musik. Mark, ich möchte mich verabschieden. Was? Verabschieden? Ich habe euch alle sehr gerne, Mark. Ich kann nicht in Worte fassen, wie glücklich es macht, euch beim Spielen zuzusehen. Seit wann hat er so eine gute Bindung zu uns? Wir haben ihn so dreimal nur getroffen. Ihr liebt das Spiel so sehr. Weißt du, es geht mir nicht so oft. Eigentlich ist es das erste Mal. Ich kann mich der Wunsch meines Vaters nicht einfach widersetzen. Deswegen müssen wir Abschied nehmen. Es tut mir leid. Hey, Javier. Mark, wir sind soweit. Sag Bescheid, wenn du bereit bist. Oh, okay, gut, ich komme. Javier, was meint er? Was ist jetzt? Das gemeinsame Training mit Volksschul gehörte zum intensivsten Training, das wir je absolviert hatten. Beide Mannschaften waren so konzentriert, dass die Nacht aufbrach, bevor wir es bemerkten. Und Level Up irgendwie... Nein, man hat nichts. Am nächsten Tag. Na, Mark, was für Technik hast du im Notizbuch am meisten gefunden? Also diese eine Technik zum Beispiel heißt magische Faust. Das ist eine spektakuläre Technik, bei der der Ball geforstet wird. Wow, wie funktioniert diese Technik? Balle deine Faust so fest, es geht, und dann zack, boom, bang. Yep, das klingt genau wie eine spezielle Beschreibung von deinem Opa. Warte, das geht noch weiter. Es gibt eine weitere Technik, die sogar noch stärker ist als die Himmelshand oder die magische Hand. Die ist sogar noch stärker als die magische Faust, die ich euch gerade gezeigt habe. Sie heißt die unendliche Hand. Das ist bestimmt die beste Torhütertechnik der Welt. Erzähl mir mehr. Oh, oh. Was ist los? Ich habe gerade auf der letzten Seite einen Kommentar gefunden. Megatechniken. Kann man nie perfekt beherrschen. Nie perfekt beherrschen? Heißt das, er hat aufgegeben, bevor er die Techniken fertig erschaffen hatte? Auf keinen Fall. Mein Opa hat niemals aufgegeben. Er hat keine halben Sachen gemacht. Er ist wahrscheinlich gestorben, bevor er dazu gekommen ist. Ob er wirklich gestorben ist, finden wir im dritten Teil raus im Spiel. Das ist alles. Du hast wahrscheinlich recht. Also welche Megatechniken sollen wir zuerst trainieren? Die hier, die auf der letzten Seite. Das ist der stärkste Schuss im ganzen Notizbuch. Der Planetenball. Was? Wir sollten direkt mit dem stärksten Schuss anfangen? Ganz genau. Wenn er auf der letzten Seite steht, dann muss er etwas ganz Besonderes sein. Ich bin ganz heiß auf diese Technik, seit ich zum ersten Mal über sie gelesen habe. Also gut. Der Planetenball ist eine Technik, die von allen elf Spielern ausgeführt wird. Eine Elf? Genau, jeder Spieler in der Mannschaft konzentriert seine Energie auf den Ball. Dann schießen drei Spieler zugleich den Ball und er zappelt im Netz. Verstehe, also scheitert die Technik, wenn nur einer der Spieler nicht an der richtigen Stelle steht. Puh, es wäre wohl keine Megatechnik, wenn sie nicht so schwer wäre. Keine Sorge, Spätzchen. Ich weiche nicht von deiner Seite und passe auf, dass du an der richtigen Stelle stehst. Ja, danke. Aber wenn ihr diese Technik beherrschen, könnte sie genau das Zuglein an der Waage sein, um das Alias-Team G zu schlagen. Das ist ja alles klar. Gehen wir zum Fußballplatz der Volksschule und trainieren mit ihrer Mannschaft. Oh, trainieren wir halt an der Volksschule. Gab es nicht einen neuen Blog-Eintrag oder so? Okay, das hat... Warte... Jetzt geht sich speziell nicht mehr an. Ja, okay, lass das Richtige. Hat ein Gorilla diesen Titel? Okay. Fußballplatz. Achso, wir müssen zur Schule. In Ordnung, Forscher, wir fangen mit dem Training an. Lass uns den Planetenball ausprobieren. Okay. Seid ihr bereit? Wir sind bereit, Mark. Gut, packen wir es an.
Funktioniert? Frost? Frost, du kannst doch nicht einfach so aufhören. Was ist los, Frost? Du hast dich in letzter Zeit etwas seltsam verhalten. Bist du vielleicht krank? Ja, das wird's sein. Tut mir leid, dass ich dir Sorgen bereite, Mark. Oh. Du bist so nicht zu gebrochen. Zeit für eine Auswechslung. Frost, geht es dir gut? Vielleicht solltest du dich ein wenig im Bus ausruhen. Nein, mir geht's gut, danke. Außerdem müssten wir noch andere Megatechniken trainieren, oder? Wie wär's mit dieser hier? Gute Idee, ich glaube, wir müssen noch mehr rausfinden, bevor wir zum Planetenwollen noch einmal ausprobieren. Warum versuchst du nicht in der Zwischenzeit die Technik für Torhüter zu trainieren, Mark? Gute Idee, ich fange gleich mit dem Training an. Was probierst du als erstes, Mark? Das ist doch wohl offensichtlich die stärkste aller Torhüter Technik. Die unendliche Hand. Unendliche Hand, yay. Los geht's, die unendliche Hand. Ach, wie gefällt euch das? Hey, ich hab's schon wieder vermasselt. Hast du was gemacht? Ich bin sicher, dass ich es genauso mache, wie es im Notizbuch steht. Du schaffst es, Mark. Hm? Oh! Hey, bist du das? Devin, komm doch mal her. Du brauchst dich nicht zu verstecken. Tut mir furchtbar leid, ich bin euch beim Training im Weg. Kein Problem, Devin. Wenn du schon einmal hier bist, kannst du vielleicht zeigen, was ich falsch gemacht habe. Welche Seltung trainierst du denn? Diese hier, eine Technik, die noch stärker ist als die magische Hand. Die unendliche Hand. Die unendliche Hand? Ist diese Technik wirklich so noch stärker als die magische Hand? Aber ja, allerdings habe ich bisher noch nicht keinen Erfolg. Ich glaube so langsam, dass sogar mein Opa nicht alle Megatechniken beherrscht hat. Dein Opa war David Evans, oder? Der legendäre Torwart? Ja, er war einer der besten in ganz Japan. Seinetwegen bin ich Torwart geworden. Ich wollte ein genauso herausragender Torwart werden, wie er werden. Du bist ein herausragender Torwart, Mark. Ich bewundere dich, so wie du deinen Opa bewunderst. Was? Du bewunderst mich? Weißt du, ich war ein Mittelfeldspieler. Aber als ich dich in der Football-Frontier habe spielen sehen, da wurde mir klar, dass ich genauso wie du sein möchte. Du sahst so leichtfüßig aus, so selbstsicher. Echt? Wow. Torwart ist wirklich eine tolle Position, oder? Ich bin aber noch nicht besonders gut als Torwart. Meine Teamkollegen ziehen mich immer damit auf, dass ich nicht genug Leidenschaft zeige. Was für ein Quatsch. Ich habe doch gesehen, wie du die Bälle fängst. Du sprühst nur so von Elan. Elan, in deinem letzten Spiel warst du wirklich unwertend. Wirklich? Das bedeutet mir sehr viel, Mark. Küsst euch. Hey, ich habe eine Idee. Warum probierst du nicht mal die unendliche Hand? Was? Bist du sicher? Na klar, ich glaube an dich. Oh, echt? Danke. Na gut, dann mache ich es. Also das Erste, was du für die unendliche Hand brauchst, ist ein unstillbares Verlangen, keinen Schuss durchzulassen. Ein unstillbares Verlangen? Und dieses Verlangen wird bewirken, dass unzählige Hände um dich herumfliegen. Zisch! Und dann musst du dich da einfach vorstellen, dass die Hände den Ball im Flug aufhalten. Zack! Stell dir die Hände vor. Gut, ich bin bereit. Los geht's, unendliche Hand, ich komme. War das etwa... Ja, das war die unendliche Hand. Er kann das als einziger, Mark kann das nicht. Ich hab's vermasselt, ich wusste es ja. Aber sie war da, nur kurz, aber ich habe sie gesehen. Da waren ganz viele Hände, die um dich herumgeflogen sind. Ich habe es auch gesehen. Du hast sie überhaupt nicht vermasselt. Mist, Nelly, lenke nicht ab. Los, Devin, du hast es fast geschafft. Versuch's noch einmal. Solange du zuschaust, fühle ich mich zu allem fähig, Mark. Unzählige Hand, um mich herum. Den Ball aufhalten. Gah! Devin! Oha! Unendliche Hand! Darren, du! Mark! Ich hab's geschafft! Das ist also die unendliche Hand, was? Sie ist fantastisch!
Ist er jetzt ein besserer Torwart als Mark? Ich denke, das könnte sehr interessant werden. Was meint ihr? Du hast es geschafft, Devin. Du hast es geschafft, woran ich gescheitert bin. Mit ein wenig mehr Übung bist du in Versity. Unglaublichsten Techniken beherrschen. Du hast eine besondere Begabung. Aber das war doch nur Anfängerglück. Wenn ich das nur einmal machen sollte, klappt es bestimmt nicht. Ich bin noch weit vom Ziel entfernt. Deiner magischen Wand habe ich nichts entgegenzusetzen, Mark. Doch. Dann trainieren wir so lange zusammen, bis du das Ziel erreicht hast. Ich möchte die magische Faust beherrschen, also müssen wir viel trainieren. Gemeinsam werden wir tolle Torhüter. Ja, geht klar, Mark. Wie es aussieht, ist Darren Mark bereits ein paar Schritte voraus. Da muss ich wohl auch einen Zahn zulegen. Moment mal, macht der große Jude Sharp sich etwas Sorgen? Davor sind die Besten nicht gefeilt. Was? Ah, sie verstehen sich blenden, wunderbar. Wunderbar. Also, als ich ihn vorhin beim Training gesehen habe, der sah er genauso wie sein Opa in jungen Jahren aus. Ja, immer der Opa wieder. Und er hat wieder seine Depri-Phasen. Hey Nathan, das musst du dir mal anhören. Wie es aussieht, ist Darren ein großartiger Spieler. Er hat eine der Megatechniken geschafft. Die unendliche Hand. Eine Megatechnik? So ist es. Er hat sie noch nicht ganz gemeistert, aber du weißt ja noch, wie lange ich für die magische Hand gebraucht habe. Eine solche Technik so im Vorbeigehen zu schaffen, das ist schlichtweg unglaublich. Was ist los, Nathan? Wie kannst du so gelassen bleiben, Mark? Es ist gut möglich, dass dieser Darren ein besserer Torwart ist als du. Und du benimmst dich so, als wäre dir das vollkommen egal. Es ist natürlich nicht leicht, wenn man weiß, dass jemand anderes besser ist als jemand selbst. Aber es gibt keine Regel, die besagt, dass wir nicht mehr als einen Torwart in unserem Team haben dürfen, oder? Es ist egal, wie viel wir sind, solange wir nur einander glauben. Weißt du, als ich das erste Mal gesehen habe, wie schnell Frost ist, war ich grün vor Neid. Nathan, mit solcher Geschwindigkeit kann ich einfach nicht mithalten. Es schmerzt sehr, wenn man die eigenen Grenzen aufgezeigt bekommt. Nathan, du, die Aliens nutzen irgendeine Energiequelle, um sich aufzuladen, um stärker zu werden, oder? Sollten wir so etwas nicht auch machen dürfen, um sie schlagen zu können? Wenn wir das machen würden, könnten wir unsere Grenzen überschreiten. Ich wäre so viel schneller. Nathan, bitte sag mir, dass du nicht so schon wieder beim Wasser der Götter redest. Willst du wirklich auf diese Zeug zurückgreifen? Ein Sieg bedeutet doch nur dann etwas, wenn er ehrlich verdient ist. Hey Mark, dein Lehrling ruft dich mit Captain Evans. Beeil dich besser, damit er nicht auf dich warten muss. Nathan. Der wird auch bald sie verpissen. Nathan, es ist alles ganz anders. Ich bin nicht. Mein wahres ist nicht. Dein wahres Ich? Oh. Ich bin ein Stürmer in der Raimon 11. Ich muss mich mehr anstrengen. Ich muss besser werden. Zum Wohle des Teams. Zum Wohle des Teams. Darren und ich übten unermüdlich die unendliche Hand. Aber diese Megatechnik stellte sich als harte Nuss heraus. Doch Darren gab nicht auf. Er gab sein Bestes. Gut gemacht, Darren. Super, das reicht für heute. Hör mal, Mark. Ich wollte nur sagen, du bist genauso großartig, wie ich gedacht habe. Ich will weiter mit dir Fußball spielen. Bring mir alles bei. Alles, was du kannst, Mark. Darren, du bist... Mark, bitte bilde mich aus. Darren, du gehörst jetzt zu unserer Mannschaft. Lass uns die unendliche Hand perfektionieren und Alice besiegen. Vielen Dank, Mark. Ich werde dich nicht enttäuschen. Das ist die richtige Einstellung, Mark. Machen wir uns morgen mit dem Training weiter. Viel Glück, Darren. Danke, Mark. Und wir sehen uns im nächsten Part.